Wir begrüßen euch wieder ganz, ganz herzlich zum Livestream von Gottes Haus. Amen. Wir sagen heute auch wieder, Gott hat mehr für dich. Richtig. Martin, Gott hat mehr für dich. Amen. Und nicht nur für mich, sondern für jeden. Ja, Halleluja. Für jeden. Der sich danach ausstreckt, genau. Der was haben will. Ja, wir sind heute Abend wirklich vorbereitet für das, was wir euch mit euch teilen wollen. Und wir sind begeistert über manche Zuschriften, die uns echt ermutigen, auch jeden Freitagabend uns bereit zu machen, euch zu dienen, mit euch Zeit zu teilen, mit euch Themen der Bibel zu betrachten. Und eine Zuhörerin hat geschrieben, ich freue mich jede Woche auf eure Videos. Das ist wie wenn eine neue Folge von der Lieblingsserie herauskommt. Das fand ich echt krass genial, weil das ist schon, wer also eine Lieblingsserie hat, der weiß, man wartet immer, wie geht's denn nächste Woche weiter? Gottesdienst als Lieblingsserie, das ist schon vernünftig. Das ist stark, ne? Ja, und weil wir gerade dabei sind, wir grüßen wirklich die Zuschauer, die von der Donau bis oben zu den Inseln sind, von Österreich, Schweiz, von, wo hatten wir jetzt noch, Kreta? Also, Donau ist schon Österreich, ne? Ja, Österreich, aber Österreich ist ja größer als das da. Von wo auch immer. Von wo auch immer. Wir begrüßen euch wirklich ganz, ganz herzlich. Und unser Gebet ist es, dass wir alle heute Abend wieder ein Stück mehr uns im Wort Gottes ausrüsten lassen, im Wort Gottes vorbereiten lassen, stärken lassen für die Zeit, in die wir ja jetzt auch so reingestellt sind. In der Tat, da brauchen wir wirklich das Wort Gottes, damit wir hindurchkommen durch die Turbulenzen, die wir schon haben und die noch kommen werden. Genau. Und wahrscheinlich hört ihr auch viele Nachrichten und man muss wirklich schauen, dass man sein Herz festmacht im Herrn. Ja, sehr selektiv sollte man genau. Da gucken. Und wahrscheinlich hast du auch in deinem Gebetsleben oder in deinen Situationen, in den Herausforderungen, in den Umständen, in denen du bist, hast du bestimmt auch manche Gebetsanliegen an den Herrn und du wartest darauf, dass die Dinge sich wirklich ergeben, dass die Dinge sich wirklich in eine Gebetserhörung verwandeln. Und vorletzte Woche hatte mich auch ein Zuhörer angeschrieben. Er ist wirklich ein ganz besonderer Mensch und ich hatte ihm mein Buch geschickt mit den zweiten Band von meinen Büchern von Gott hat mehr für dich. Da ist vorne als erste Geschichte eine Perlenkette drin. Und dann hat er mir geschrieben, also ich danke für das Buch und als ich es bekommen habe, da habe ich drin gelesen und das war ganz nach meinem Herzen und eigentlich wollte ich es gleich ohne Pause durchlesen. Aber dann habe ich mir überlegt, ich mache das immer kapitelweise und dann habe ich mir überlegt, das reicht mir dann bis Anfang Mai. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich habe auch eine Perlenkette und Perlenkette hat er in Anführungszeichen geschrieben. Aber diese Perlenkette von mir wird laufend ergänzt und immer, wenn ich ein Rema-Wort, also ein besonderes persönliches Wort des Zuspruchs erhalten habe und es sich dann erfüllt hat, erstelle ich ein Schmuckblatt. Ich zeige euch das gleich. Und das Schmuckblatt ist dann hier auch mit dazugefügt gewesen und das ist dann, wenn ich wieder vor einem Problem stehe, dann blättere ich in meiner Perlenkette. Heißt, er hat Gebetsanliegen und dann hat er diese Gebetsanliegen festgehalten auf einem Blatt Papier, so wie das Gebetsanliegen als erstes war, wie er das vor Gott gebracht hat und dann unten hat er die Gebetserhörung auch wieder fotografiert und hat sie beigefügt als ein Zeugnis der Kraft Gottes. Und er hat dann von einem geschrieben, wo er wirklich, wo die Halsschlagader sich verengt hatte und das für ihn sehr bedrängend war. Ja. Und in der Situation hat der Herr zu ihm gesprochen und der Herr hat ihm eine Zusage gegeben, dass er
nicht wirklich da schlecht rauskommt, sondern dass es für ihn gut ausgehen wird. Und bei der Nachuntersuchung, 2 Monate später, hatte sich ohne Behandlung diese Halsschlagader, diese gefährlichen Gefäße, hatten sich zurückgebildet und das Problem war von Gott behoben worden. Das also die Verengung hat sich zurückgebildet, genau. Und das sind Dinge, die er auf diesen Blättern festhält und dann immer wieder, wenn so der Glaube ein bisschen schwächer werden droht, dann blättert er da drin und das ermutigt ihn, dran festzuhalten an dem, was Gott vorher auch schon getan hat. Das ist eigentlich sehr gut und sehr wichtig, sich an das zu erinnern, was der Herr im eigenen Leben schon an Segnung, an Bewahrung, an Gnade geschenkt hat. Genau. Ich meine, so eine Sammlung sollte eigentlich jeder haben, ja, wo man wirklich weiß, okay, was hat der Herr schon Großes in meinem Leben getan? Wir verlieren das manchmal aus den Augen vor all den Dingen, die wir dringend brauchen und wo wir für beten und sonst was, zu schauen, wo haben wir denn schon wirklich große Segnungen des Herrn erhalten. Ja. Und das hilft, dankbar zu werden. Genau, und es hilft auch, einem im Glauben zu ermutigen, dran zu bleiben für das nächste Problem, was da auf dem Tisch liegt. Und für manche ist es jetzt nicht so, dass sie das so mit einem Schmuckblatt machen oder so, sondern sie schreiben sich vielleicht auf. Also ich schreibe viele Dinge auf, weil ich unbedingt möchte, dass sie in meiner Erinnerung bleiben, damit ich nicht verzage, wenn ich wieder in eine solche Herausforderung kommen würde. Genau, heute in der Ankündigung, habt ihr bestimmt gelesen, geht es um unser großes Thema, unser aller Thema, nämlich das Kernthema unseres Lebens, unser Glaube. Der Glaube ist die Grundlage auch von den Treffen, die wir ja hier miteinander haben. Wir würden uns nicht treffen, wenn wir über das Wetter reden würden. In der Tat. Was ja ein bisschen schwierig ist im Moment. Ja, ist auch nicht so erfreulich. Genau, oder wenn wir uns nur austauschen würden über die Probleme, die wir alle haben. Das wäre nicht der Sinn dieser Treffen, sondern es geht um den Glauben. Es geht darum, den Glauben auszustrecken, quasi zu erweitern, immer mehr von Gott zu bekommen, immer mehr zu erleben, dass der Herr unseren Glauben vermehrt. Ja. In der Bibel heißt es, dass die Jünger gesagt haben, Herr, mehre unseren Glauben, mach mehr draus, erweitere das. Es ist noch zu wenig jetzt im Moment für mich da. Ja, wir wollen wachsen, wir wollen vorwärts kommen, wir wollen vorankommen, wir wollen erleben, Gott hat mehr für mich. Genau. So, und der erste Text, den wir lesen wollen, ist in Johannes 11, 25 und 26. Und das ist dieser ganz bekannte Grundlagenvers. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann fügt er diese eine Frage an: Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du dieses Wort, was ich zu dir spreche? Und das ist eben auch für uns die Frage: Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist, auferstanden ist, sein Blut gegeben hat für dich, dir vergeben hat alle deine Sünde, der dich reinwäscht von aller Ungerechtigkeit? Das ist die Frage für uns. Glaubst du das? Mhm. Und dann haben wir einen zweiten Vers aus 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hey, unser Glaube, das ist der Sieg. Das ist die Kraft, die den Sieg hervorbringen wird. Egal, was jetzt in deinem Leben gerade ist, glaube, dass du Sieg haben wirst in Christus. Glaube, dass du erweiterten Glauben erfahren wirst. Glaube, dass Jesus für dich gestorben ist, auferstanden ist, diesen Rettungsplan für dein Leben hatte. Glaube das. Glaube das. Also das ist genau mein Thema. Ja, der Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. Das Weltsystem, das Weltliche. Ja, der Glaube ist eben das, was uns im Reich Gottes hineinbringt und was uns da hält und von wo aus wir agieren, regieren, wo wir unsere ganze Position, Identität und so weiter herbekommen. Und das ist stärker als die Welt. Genau. Halleluja. Und gerade jetzt, wenn wir diese ganzen Entwicklungen sehen, ist unser Glaube das Fundament und er ist gleichzeitig der Sieg. Mit dem Glauben werden wir diese Dinge überwinden. Richtig. Und nicht in Angst und Unruhe zerfallen, sondern unser Glaube ist der Sieg. Siegreich durch die Turbulenzen hindurch. Amen. Amen. Yes. Lass uns dafür jetzt beten. Jawohl. Herr, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammenstehen können als deine Kinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir gehören zu dir. Yes. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Was für ein Vorrecht, dass du uns herausgeholt hast, uns in das Reich Gottes gebracht hast, dass wir zu dir gehören können. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Es ist fast unermesslich, was du uns schenkst und was du uns getan hast. Herr, und wir preisen dich dafür. Wir preisen dich für das, was du getan hast. Wir sind eins mit dir. Wir sind dein Leib. Wir gehören zu dir. Wir sind Kinder des Herrn. Wir sind unmittelbar mit dir verbunden. Ja, der Feind ist unter den Füßen, du bist das Haupt und wir sind einfach jetzt hier auf der Erde, der Leib Christi und der Heilige Geist ist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Was für ein Vorrecht! Die Bibel beschreibt eine Situation, die gewaltig ist, die gigantisch ist, die grandios ist. Und Herr, wir dürfen da mit dir zusammen sein. Ja, wir preisen dich dafür. Wir sind nicht irgendwelche Erdenwürmer, die hier ums Überleben sich so irgendwie durchlavieren und die den größten Kampf mit irgendwelchen Sünden haben. Nein, wir sind Söhne und Töchter des Höchsten, vom Heiligen Geist geführt. Und wir gehen hindurch, so wie du uns führst, Herr, durch dieses zerfallende Weltsystem, so böse, so niederträchtig, so verloren. Und gleichzeitig baust du dein Reich und verherrlichst dich mit uns. Halleluja! Herr, wir danken dir, dass du ewiges Leben für uns erworben hast. Wer glaubt, wird nicht sterben, wird bei dir sein, wird sitzen zur Rechten Gottes und wird regieren mit Jesus. Herr, wir danken dir für diese wundervolle Zukunft, die wir haben. Nicht das, was jetzt hier ist, ist das Ende, sondern unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und wir werden überwinden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses. Herr, wir preisen und wir ehren dich. Wir danken dir für Leben. Wir danken dir für Auferstehungsleben. Wir danken dir für Heilung, für Vergebung, für Rettung und Wiederherstellung. Herr, wir segnen diesen Abend. Wir beten, dass du uns bedeckst mit deinen Flügeln, dass du uns Hilfe gibst, dass wirklich alles gut gelingt jetzt. Amen. Halleluja. Yes. Halleluja. Amen. Was für ein Vorrecht, mit dem Herrn gehen zu können. Ich will dir was sagen. Die Menschen in der Welt, die keinen wirklichen Halt in ihrem Leben haben, die sind jetzt in derartigen Problemen, in das derartigen Druck und Stress und Notsituation. Die Selbstmordrate steigt irrsinnig an. Und sie sind sehr unruhig. Es ist so viel Unruhe, Bedrängnis, Not, Schwierigkeiten. Das stimmt. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir schauen auf den Herrn. Wir sind mit ihm zugange. Es ist fantastisch. Es ist grandios. Und wir sind so begeistert, dass wir diesen Grund der lebendigen Hoffnung haben. Genau. Halleluja. Ja, es ist wirklich so, dass in den Gesprächen wird es immer deutlicher mit Leuten, die noch nicht wiedergeboren sind, dass sie diese Unruhe jetzt immer stärker merken, dass da immer mehr Hoffnungslosigkeit Einzug hält. So, was wird denn mit meinem Leben? Was wird mit meinen Kindern und mit all diesen Dingen? Und ich glaube, dass das auch manchmal die Fragen von Kindern Gottes sind. Und wir sollten wirklich danach schauen, dass unser Glaube an Christus fest ist. Dass wir fest gegründet auf dem Felsen Christus stehen. Denn das wird das Einzige sein, was uns durchbringen wird, was uns helfen wird, was uns retten wird. Und da ist es wirklich wichtig zu wissen, das prophetische Wort, also das moderne prophetische Wort, was heute von Propheten weitergegeben wird, ist, dass sie sagen, es wird
alles erschüttert werden. Ja. Es wird in dramatische Erschütterung kommen. Es wird wirklich in Turbulenzen kommen. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Es wird auch nicht mehr so werden, wie es war. Es wird auch nicht alles gut sein. Nach Corona ist alles wieder top. Kannst du vergessen. Es wird dramatische Umwälzungen geben. Es wird gigantische Zusammenbrüche geben. Und in dem ist es wichtig, dass man auf dem festen Felsen steht. Ja, das stimmt. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. So, und das ist alles, was nicht auf Christus gebaut wird. Das heißt, unser gesamtes Lebensumfeld auch als Kinder Gottes wird dramatische Erschütterungen erleben. Mhm. Ja? Und in diesen Erschütterungen, da sind wir drin. Und wir gehen mit der Hilfe des Herrn durch. Und wir müssen Leute sein, die andere, wie soll ich mal sagen, mitnehmen, ja? Mitsegnen, sie auf diesen festen Grund einladen, auf den festen Grund ziehen. Hochziehen. Ja? Wie wenn wir sie in die Arche einladen würden. Ja, genau. Wir wissen, es wird dieser gewaltige Zusammenbruch kommen. Und wir haben darüber gesprochen, wir haben über die Arche gesprochen, wir haben über die prophetischen Worte gesprochen, wir haben jetzt kürzlich über diese Situation mit Ägypten gesprochen, beim Passah, wo das Volk durch diese irrwitzigen Plagen, also eigentlich grandiose Katastrophen waren, die das System Ägypten platt gemacht haben, wo das Volk Gottes, die Söhne und Töchter Gottes rausgekommen sind aus dem Weltsystem. Und genau da werde ich auch heute anknüpfen. Ja, aber erst bist du dran. Ich knüpfe an den Glauben oder Unglauben an. An den Unglauben. Ja. Okay. Aber bevor wir uns dem Unglauben zuwenden, hier, heute letzte Chance. Letzte Chance. Oh mein Gott. Jetzt ist hier unsere 7 Feste der Bibelaktion. Haben wir heute noch? Wir haben Programm. Diese 7 Büchlein hier. Yeah. Ja, eine kleine Bibliothek zum Thema der Feste der Bibel, der biblischen Feste, wo auch eine grandiose prophetische Message drin steht. Ich hatte es schon mal gesagt vor kurzem, die ersten 3 Feste sind die Frühlingsfeste, die beziehen sich auf Jesus, auf seinen Kreuzestod und so weiter. Dann das 4. Fest ist Schabbat, das ist Pfingsten, das ist auch erfüllt. Die ersten 4 Feste sind erfüllt. Dann kommt eine lange Zeitphase, Sommerhitze, und dann kommen 3 Herbstfeste. Und das erste ist Rosh Hashanah, dann der große Versöhnungstag und zum Schluss das Laubhüttenfest Sukkot. Und diese 3 Feste stehen noch aus, heilsgeschichtlich. Also hier ist die Heilsgeschichte in dem großen Bogen, wie kodiert, sage ich mal, drin. Mhm. Und das ist echt cool, weil da kann man sehen, was kommt denn auf uns zu. Was kommt auch als nächstes auf uns zu. Ein bisschen kann man sogar erahnen, wo wir uns gerade befinden. Und es ist wirklich, wirklich spannend, sich damit zu beschäftigen, aber auch sonst. Also hier geht es nicht darum, wie feiert man als Christ jüdische Feste. Ja, das stimmt, das muss man echt sagen. Nicht um jüdische Feste, sondern hier geht es um die Feste des Herrn, biblische Feste, die im Alten Testament sehr genau von Gott vorgegeben sind, mit teilweise genauen, sehr präzisen Anordnungen und so weiter. Und was steckt da prophetisch, heilsgeschichtlich drin? Das ist der Inhalt von diesen Büchern. Hier, da gehört auch diese Schautafel dazu, die das Ganze ein bisschen erkennbarer macht. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus, aber wenn man da einsteigt, ist es wirklich hilfreich. Und das ist eine Sonderaktion, die heute ausläuft. Für 28 € plus Versandkosten kannst du das bekommen. Wir sind allerdings etwas erstaunt von den Bestellungen. Ja. Wir haben ja schon zum zweiten Mal nachbestellt beim Drucker. Es dauert. Es dauert. Ja. Aber der Preis gilt. Etwa Ende des Monats, aber du kannst es jetzt noch bestellen. Und der Preis gilt. Ja. Genau. Und du musst mit dem Bezahlen, also mit der Bestellung musst du Geduld bestellen. Ja, du musst Geduld haben, bis es dann kommt. In 2,5 Wochen ist es dann soweit. Und genau. Also, letzte Chance. Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis für 28 €. Und jetzt übergebe ich an dich. Amen. Danke. Ja, ihr Lieben. Das mit dem Glauben und dem Unglauben, das hat mich doch in dieser Woche echt beschäftigt. Und dann haben wir festgestellt, dass das Thema, was ich habe, dass es doch ganz gut zu dem passt, was Martin uns nachher sagen wird. Und das fand ich dann wieder mal eine grandiose Übereinstimmung. Und der Herr macht es einfach irgendwie wieder passend. Und das bestätigt mich immer wieder. So, ihr alle wisst, ihr kennt viele Berichte in der Bibel und ihr habt sie viele Male gelesen, ihr habt viele Predigten drüber gehört und so geht mir das auch. Und
Trotzdem ist es ja manchmal so, dass bestimmte Nuancen, bestimmte Worte, bestimmte Sätze, Situationen, so bestimmte Szenen, die beschäftigen mich dann wirklich und manchmal fordern die mich tatsächlich heraus. Und dann fühle ich mich in meinem Glaubensleben so wie mit einem, wie mit so einem Marker besonders auf einen Punkt in meinem Glaubensleben hingewiesen. Und dann bete ich darüber und dann höre ich, wie der Herr zu mir persönlich spricht. Und ich muss diese Situation, die ich da lese, dieses Bild, die Person, um die es da geht, ich bin dann selbst davon echt betroffen. Und dann ist es so, dass es ja manchmal auch so ein bisschen so negative Situationen und Beschreibungen in der Bibel gibt. Und dann bin ich da immer sehr aufmerksam und frage den Heiligen Geist, was willst du mir persönlich jetzt damit sagen? Und für manchen Bericht in der Bibel bin ich echt dankbar, auch wenn er mich herausfordert. So zum Beispiel, dass in der Bibel dieser Bericht über den ungläubigen Thomas beschrieben wird. Wir können das lesen in Johannes 20 ab Vers 24. Was für ein Titel. Das ist wirklich, also wenn wir bestimmte Leute in der Bibel betrachten, wenn wir von ihnen hören, also der ungläubige Thomas, wenn du das hörst, dann hast du sofort ein Bild von diesem Jünger Jesu. Und wir sagen dann, ach ja, wenn wir nur Thomas hören oder so, der Jünger Thomas, dann sagen wir, ach ja, den kenne ich. Das war doch der Ungläubige, das war doch der Zweifler, das war doch der ungläubige Thomas. Wie konnte er nur so ungläubig sein? So, wer war dieser Thomas? Wir wissen eigentlich gar nicht so viel über ihn und diese Statements, die wir so auf ihn aufgedrückt haben, so dieser Stempel, das ist etwas, wo wir sagen, ja, das ist der. Aber ich glaube, dass er viel, viel mehr war als nur dieser ungläubige Thomas. Es gab ja viele Menschen, die Jesus gefolgt sind, aber er hatte 12 Leute um sich, 12 Jünger, mit denen er ganz, ganz nah zusammen war, die auch ganz nah an Jesus dran waren. Die haben ihn begleitet und von denen sind uns manche ein bisschen geläufiger, andere nicht so. Und was uns bei den Jüngern von Jesus als erstes in den Sinn kommt, ist oft, also bei denen, von denen wir mehr beschrieben finden in der Bibel, von denen sind uns so als erstes diese Festlegungen und diese Situationen, in denen sie sich befunden haben, im Sinn. Dann wissen wir zum Beispiel Petrus, der dann doch Jesus verleugnet hat, obwohl Jesus ihn schon gewarnt hatte. Petrus, der da im Wachhof ist und wo wir lesen, dass Petrus eine Begegnung mit den Augen von Jesus hatte in diesem Wachhof. Und es war wirklich eine herzzerreißende Situation. Petrus mit der schnellen Zunge, der schnell rausgeplatzt ist, der wohl ein sehr temperamentvoller Mann war, und Petrus mit seinen Stärken und Schwächen. Aber das Entscheidende ist ja die Berufung von Petrus. Petrus, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Petrus, du sollst ein Menschenfischer werden. Das ist das Eigentliche, was wir bei aller Festlegung negativerer Art auch sehen müssen. Es geht immer auch um die Berufung. Oder Johannes, einer der ersten Jünger, die zu Jesus gefunden haben und von dem es ja heißt, dass er der Lieblingsjünger von Jesus war. Und das war der Jünger, der mit der Mutter Jesu unter dem Kreuz stand, als Jesus gekreuzigt wurde. Und diese letzten Worte Jesu am Kreuz, die galten der Fürsorge für seine Mutter. Und er beauftragt diesen Jünger Johannes, dass er sich um seine Mutter kümmern soll. Johannes, der die Evangelien geschrieben hat und der besonders dieses Ostergeschehen festgehalten hat und der es bezeugen konnte. Letztlich ist
er derjenige, der dieses gesamte Wirken von Jesus ja auch in den Detailberichten aufgefangen hat und beschrieben hat. Und ja, das war eine Berufung, die er auch hatte, eben nicht nur der Lieblingsjünger zu sein, sondern einen Auftrag, eine Berufung, ein Ziel in seinem Leben. So, und so sind uns viele von den Jüngern bekannt und so auch Thomas. Den finden wir nicht wirklich so am Anfang im Vordergrund, aber die Bibel macht von einigen Situationen und von einigen Verhalten von Menschen der Bibel, macht sie sowieso eine Nahaufnahme. Wir würden sagen, heute, wenn wir so ein Bild mit unserem Handy machen, wir zoomen das ganz dicht ran, damit wir alle Details festhalten. Und die Bibel hält diese Ereignisse, diese Dinge, diese Aussagen fest. Und bis heute liegt uns dieses Bild, was da gemacht wurde, von diesem einen Moment, bis heute liegt es uns vor. Und trotzdem ist bei jedem Bild, was uns vorliegt von diesen Personen, etwas hinterlegt, eine Information, etwas, was über ihren Glaubensweg berichtet, etwas, was über das besondere Verhältnis zu Gott, zu Jesus, zu den Menschen dort in der Bibel Aussagen macht. Und diese Momentaufnahmen, würde ich sagen, zeigen uns auch immer wieder, dass es da eine Veränderung in dem Leben dieser Personen gab, eine Neuausrichtung, eine tiefere Hingabe, ein Ausweichen und wieder zurückfinden zu Jesus. Und es wird uns etwas berichtet über das, was Jesus getan hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass in diesen Momentaufnahmen mit dem nahen Ranzoomen ja immer auch die Botschaft von Jesus, sein Auftrag, sein Kommen, sein Wirken, seine Wunder, seine Zeichen, das, was er über das Reich Gottes gepredigt hat, das, wo er in Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern war, das wird uns auch in diesen Nahaufnahmen mitgeteilt. Und dann sehen wir auch sehr deutlich das menschliche Verhalten, was in all diesen Situationen ist. Und ich mag das, wenn man einen Bericht in der Bibel liest, dass man auch versucht, in diese emotionale Ecke zu gucken, sie als Menschen wahrzunehmen, in den menschlichen Schwächen und Stärken, in ihrem Glauben, in ihren Reaktionen, in ihrem Vertrauen, in ihrem Ausweichen und auch in ihrem Zweifel. Die Bibel ist nicht für sich selbst geschrieben. Sie ist kein Buch, was nur etwas erfasst, sondern die Bibel ist für uns geschrieben. Alles, was da drin geschrieben ist, ist für uns, für dich und für mich. Wir brauchen diesen Wegweiser. Wir brauchen diesen Ermutiger. Wir brauchen diesen Überbringer der guten Nachricht. Wir brauchen sie als Segensträger, als Zurechtweiser und Überführer. Das ist etwas, was die Bibel möchte. Das ist das Anliegen der Heiligen Schrift, dass wir veränderte Menschen werden, dass wir nicht nur von der Nahaufnahme, von diesem Rangezoomten des Augenblicks beurteilt werden, sondern dass wir in unserem Weg des Glaubens am Ziel ankommen und dass wir etwas lernen. Und so berichtet sie uns auch über Thomas in Johannes 11, Vers 16. Und da lesen wir etwas von ihm, was uns auch sehen lässt, dass er ein mutiges Herz hatte. Ein Herz, was für Jesus in vollem Eifer die Sache verfolgt hat, was sich für Jesus hingeben wollte und einfach wirklich Einsatz gezeigt hat. Da hat er nämlich zum Beispiel gesagt, dass er bereit ist, für Jesus sterben zu wollen oder mit Jesus sterben wollen. Da heißt es, da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Hey, was ist das für eine Aussage? Der fand Jesus nicht nur toll und gut und alles. Und er war nicht nur einer von denen, der gesagt hat, oh, Jesus wird der überragende Allesbringer sein, sondern er war sogar bereit,
mit Jesus zu sterben. Das ist eine Aussage. Thomas, der ganz dicht an Jesus dran war, der alle Wunder und Zeichen und Worte gehört hatte, der Dinge über das Reich Gottes, wie es voranschreiten wird, aus erster Hand gehört hat. Einer, der Jesus sah, ihm wirklich glaubte und für das, was Jesus vorhatte, sich auch einsetzen wollte. Einer, der mit Jesus unterwegs war. Und dann kommt diese eine Herausforderung in sein Leben, diese ganz nahe Momentaufnahme in seinem Leben, gerade jetzt. In diesem Augenblick war in Thomas' Leben alles zur Disposition gestellt. Alles hatte auf einmal das Bild von einer Waage, wo sein Glaube gewogen wurde und er nicht wirklich im Moment wusste, was Sache gewesen ist. Und ich glaube, dass in diesem Moment seine geistlichen Augen wie vernebelt gewesen sind. Er wusste nicht wirklich jetzt, wie soll ich die Dinge einordnen. Die Erfahrung von Zeichen und Wundern, die hatte er gemacht. Aber die Sache mit dem Kreuz, diese Kreuzigung, die war für ihn überwältigend. Ich glaube wirklich, dass er hatte ja keine Vergleiche, er hatte das ja noch nicht erlebt. Und jetzt war Jesus gekreuzigt, mit dem er so unterwegs gewesen ist. Und er hatte diesen Verrat mitbekommen, diese Verhöre, dieses Ganze, was die Kreuzigung vorher schon an Ereignissen mit sich brachte. Er hatte die Kreuzigung gehört, vielleicht hat er sie auch gesehen. Das wird uns nicht berichtet. Er hat das Sterben Jesu mitbekommen. Und das war alles, was in seinem Kopf und in seinem Herzen nicht wirklich angekommen war. Das, was er gesehen und geglaubt hatte, schien sich ja jetzt wie in nichts aufzulösen. Und diese letzten Worte, die Jesus gesagt hatte, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Das hatte Thomas irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gebracht. In Johannes 16 von Vers 1 bis 10, da lesen wir genau über diese Situation, in der Jesus zu seinen Jüngern davon spricht, dass er weggehen wird, aber dass er wiederkommen wird. Und das lesen wir jetzt ab Vers 1, Johannes 16. Ich lese das nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zu zweifeln beginnt und aufgebt. Denn man wird euch aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausschließen. Ja, es wird so weit kommen, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Hey, das musst du dir mal durchlesen und dann musst du dir mal Gedanken machen über die Zeit, in der wir jetzt leben, in der Zeit, die erwartet wird, mit den Erschütterungen, mit den Herausforderungen. Lest dir das durch, bete darüber, frag Gott, was meinst du dazu? Was ist deine Antwort hier jetzt für mein Leben? Zu all dem, sagt Jesus hier weiter, werden Menschen fähig sein, weil sie meinen Vater und mich nicht kennen. Die Menschen werden fähig sein, diese Dinge zu tun, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Ich sage euch das, sagt Jesus, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn das alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid jetzt voll Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden.
Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für die Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Halleluja zu diesem Text in der Bibel. Gottes Gericht zeigt sich darin, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern, sagt Jesus. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Oh, Amen und Amen, Amen. Ich habe diese Bibelstelle jetzt also in dieser Woche x-mal gelesen und ich dachte jedes Mal, hey, warum habe ich das nicht früher schon gelesen? Warum ist es mir nicht so richtig aufgefallen? Aber jetzt, und ich möchte dir das sehr, sehr, sehr empfehlen, lies das nochmal für dich. Da steckt so viel Trost drin, so viel Ermutigung von Jesus, so viel Hingabe an uns. Das war ja nicht nur für die Jünger gedacht, sondern es steht für uns in der Bibel drin. Das ist Trost und Hoffnung und Zuversicht und Zukunft für uns, die Kinder Gottes. Aber diese Worte, das waren wohl genau die, die Thomas eben nicht entweder nicht gehört hatte oder nicht so verinnerlicht hatte oder nicht so verstanden hatte oder vielleicht auch nicht so präsent hatte, als er das brauchte. Vielleicht hatte er sie echt überhört oder nicht richtig eingeordnet. Das kann sein. Und dann fehlte Thomas ja auch noch bei dem ersten Erscheinen von Jesus bei den Jüngern, gleich nach der Auferstehung. Vielleicht fürchtete sich Thomas auch vor den Juden, die ihn vielleicht denunzieren oder auch festsetzen, gefangen nehmen würden. Und vielleicht fürchtete er genau diese Rede auch, der gehörte doch auch zu diesem Jesus. Der war doch auch einer von denen. Vielleicht war er auch auf dem Weg zurück in das Alte, in das Vorher. So, das ist ja etwas, was wir auch von den anderen Jüngern lesen. Nach der Kreuzigung finden wir Petrus auch wieder bei den Fischen, bei dem See, bei seinem alten Handwerk. Und von den beiden Jüngern, die wir auf dem Weg nach Emmaus antreffen, die wir ja auch die Emmaus-Jünger nennen, die brachten das ja auch jetzt nicht so auf die Reihe, denn sie laufen genau entgegengesetzt der Richtung, in die sie unterwegs sein sollten. Und die brauchten auch dieses neue Brennen in ihren Herzen. Sie brauchten eine neue Hingabe, eine neue Offenbarung von Jesus. Sie brauchten etwas, was wieder neu, einen Neubeginn in ihrem Leben schaffen würde. Preist den Herrn für Dinge, die in der Bibel stehen. Und jetzt will ich mal was für die Frauen unter uns sagen, für die Töchter des Herrn, für die Töchter Gottes. Hey, ich sage euch mal was ganz, ganz Geniales, was in diesen großen Kontext der Berichte nach der Auferstehung gehört, nämlich die Frauen waren die Ersten, denen sich Jesus gezeigt hat, denen er sich offenbart hat, die als Erstes beauftragt wurden, bringt diese Nachricht, ich bin auferstanden, er lebt, er ist nicht mehr im Grab, sondern er ist auferstanden, sagt es den Jüngern. Hey, das ist etwas, was uns Frauen wirklich hochhebt. Wir sind die, die die Botschaft rausbringen und wir sind die Ersten gewesen, denen Jesus begegnet ist.
Thomas hatte von den anderen Jüngern ja auch gehört, was da am Ostermorgen geschehen ist. Und er hatte auch gehört von dieser ersten Begegnung. Denn wir lesen in Johannes 20, Vers 25, dass die Jünger zu ihm sagen, hey Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Das muss ja für ihn unglaublich schwierig im Moment gewesen sein. Und es war auf einmal alles für ihn nicht ganz so, wie soll ich sagen, das war nicht so einfach. Er hatte seine eigenen Kämpfe. Er hatte gedacht, jetzt ist alles vorbei. Er hatte gedacht, alles ist, wofür ich gestanden habe, dahin. Und jetzt sagen die anderen, hey, wir haben den Herrn gesehen. Ist das nicht genial? Ist das nicht toll? Ist das nicht super wunderbar? Und da kommt jetzt genau dieser Augenblick, wo sein ganzer Glaube auch auf dem Prüfstand steht. Denn er musste sich selber davon überzeugen, dass das, was geschehen war, auch für ihn glaubhaft sein könnte. Dieser nagende Zweifel, den er empfunden hat, da bin ich wirklich sicher, der musste in ihm aufhören. Und vielleicht flackerte ja auch schon so ein bisschen Hoffnung auf. Hey, wir haben den Herrn gesehen. Das muss ja für ihn schon mal ein echtes Mega-Ding gewesen sein. Aber er brauchte dieses Neue, er brauchte diesen Beweis, er brauchte diese Hoffnung, er brauchte, dass dieser Zweifel in ihm aufhörte. Und er brauchte auch dieses Brennen, dieses brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns aß und uns begegnete. Er brauchte auch eine neue Hingabe. Und so kommt es auch, dass Thomas zu dieser Aussage kommt, dass er sagt, wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht glauben. Das ist schon eine Festlegung, aber trotzdem Hoffnung. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und ich lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. So sind seine Worte. Er hat eigentlich das ausgesprochen, was in seinem Herzen war. Er musste sehen, er musste eine neue Bestätigung vom Herrn haben und er musste eine neue Wahrheit ergreifen, damit sein Leben wieder ein Fundament bekam. So, in unserem Leben gibt es auch genau diese Momente. Ich weiß das aus meinem Leben. Wir haben Glauben, wir haben viel mit Jesus erlebt, wir haben Gebetserhörung, wir haben am Anfang darüber gesprochen, wir haben die Segnungen erlebt, wir haben Bewahrung erlebt, wir haben so viele Dinge in unserem Glaubensleben schon erlebt, wir haben den Glauben ergriffen in schwierigen Momenten, aber manchmal gibt es diese Situation, wo alles schwierig ist, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr sehen, wie kann das denn jetzt gut ausgehen, wie kann das denn sein, es ist so unmöglich. Und ich kenne diese Worte vom Herrn sehr genau. Ich habe das in meinem Glaubensleben schon oft gehört, dass er zu mir sagt, glaubst du das? Glaubst du das? Und ich musste überlegen, ich musste meine Position klären, ich musste die Dinge mir anschauen, was da eigentlich passiert ist und warum ich in dem Moment diese Frage hören musste, glaubst du das? Nicht, hältst du das für möglich oder hältst du das für machbar oder vielleicht ja, vielleicht nein. Nein, glaubst du das? Glaubst du jetzt, dass Jesus für dich gestorben ist? Persönlich, ganz persönlich, glaubst du das? Glaubst du, dass er für dich auferstanden ist? Glaubst du, dass er dein Leben erretten und dir Vergebung deiner Sünden geben will und gegeben hat. Glaubst du das? Glaubst du diese wichtige Frage gerade jetzt und hier? In dieser Woche hat uns jemand geschrieben, ich kann das nicht glauben, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist. Ich bete, dass du das im Glauben ergreifen kannst. Ich bete, dass du das siehst, dass der Herr, der Heilige Geist, dir eine Offenbarung in deinem Herzen gerade jetzt schenkt, dass du sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Glaubst du, dass du gesegnet bist? Glaubst du, dass Gott wirklich mit dir ist? Dass er wirklich für dich ist und alle Dinge für dich wirklich zu deinem Besten arrangieren wird, zu deinem Besten erarbeiten wird, zu deinem Besten fügen wird? Ich weiß, dass manche Leute sagen, ich sehe nicht das Beste in meinem Leben. Und doch, und doch, und doch, unser Glaube streckt sich danach aus, dass wir das erfassen. Glaubst du das prophetische Wort und dass es wirklich so kommt? Glaubst du, dass es in diesen Erschütterungen ein Durchtragen geben wird? Glaubst du, dass du in die Arche hineingerettet wirst? Glaubst du, dass du aus Ägypten rauskommst und dass du in dein verheißenes Land reinkommen wirst? Glaubst du das? Glaubst du das? Wir kennen das alle, dass sich dieser Zweifel so langsam an uns ranschleicht. Und wir merken, dass unsere Gedanken manchmal wie blockiert werden davon. Und unsere Herzensaugen blicken wirklich wie Thomas in eine Nebelsuppe und wir können nicht in dieser Klarheit sehen. Diese Momentaufnahme, wo wir in diesen Fragen sind, ist die verwerflich? Nein. War die für Thomas verwerflich? Nein, ich glaube das nicht. Denn Jesus erbarmt sich doch. Wir lesen doch diesen Bericht weiter. Es wäre ja schrecklich, wenn dieser Bericht da aufhören würde, dass Thomas sagt, ja, also wenn ich nicht hier jetzt sehe und nicht anfassen und so, dann glaube ich es nicht. Wenn da der Bericht aufhören würde, wie furchtbar, wie schrecklich. Aber das ist ja nicht so. Denn Jesus kommt direkt auf Thomas zu. Als Jesus nach 8 Tagen wieder zu den Jüngern kommt, ist Thomas dabei. Diesmal ist er dabei. Vielleicht deshalb, weil die anderen gesagt haben, hey Thomas, uns ist der Herr begegnet. Thomas ist jetzt dabei. Und das Ding ist, sie waren in einem verschlossenen Raum und Jesus betritt diesen Raum. Allein das ist ja schon ein Wunder für sich gewesen. Allein das muss ja schon für alle so überwältigend gewesen sein, weil sie ihn doch kannten, weil sie bestimmte Dinge an ihm wiedererkannten. Und jetzt ist Jesus mitten unter ihnen. Und Jesus zögert nicht lange. Er hatte Thomas fest im Blick. Er schaut ihn an, er spricht mit ihm und antwortet dem Thomas auf seine tiefsten Herzensfragen, auf diese zweifelhaften Fragen, auf diese betrübten Gedanken, auf dieses verzagte Herz. Ich finde das so genial und das lässt mich diese große Gnade und Liebe sehen, die Jesus für Thomas und damit auch für dich und für mich hat. Er übergeht Thomas nicht. Er schmeißt ihn auch nicht aus dem Kreis der Jünger raus und sagt, hey, du Ungläubiger, du hast hier nichts mehr verloren, dich kann ich nicht mehr gebrauchen. Nein, gerade das macht Jesus nicht. Liebe und Erbarmen begegnen dem, den wir als den ungläubigen Thomas kennen. Und genauso wird es jedem von uns ergehen, jedem von uns, wenn wir ganz neu Jesus begegnen, wenn wir seine Liebe, sein Erbarmen, sein Zurechtweisen, sein Zurechtbringen, seiner Überführung begegnen. Und wenn dann der Zweifel endgültig aus unseren Herzen herausgerissen wird. Ich will noch mal ganz kurz auf das Wort Zweifel eingehen, dass wir alle wissen, so Zweifel, das ist nicht eine leichte Sache. Das ist nicht etwas, was die Bibel als, naja, kann passieren beurteilt oder was auch in unserem Glaubensleben kein, naja, ist nicht so schlimm, beurteilen würde. Die Wortbedeutung von diesem Wort Zweifel bedeutet, es ist der kritische Punkt, es ist die Zweifelsfrage. Jemand, der skeptisch die Dinge hinterfragt und der wirklich zweiflerisch redet. Einer, der zweifelt, leidet an den Qualen der Ungewissheit. Das Hin und Her ist ihm wie ein Tauziehen, bei dem er nicht davon ausgeht, dass er gewinnt. Jemand also,
der Bedenken hat, der sich im Zwiespalt befindet und Befürchtungen hat. Hören wir mal, was so dieser Bibelkommentator, dieser Bibelforscher Rienecke dazu geschrieben hat, dann wird uns eigentlich schon vieles deutlich. Denn er schreibt, im Alten Testament kommt das Wort Zweifel nicht wirklich vor. Im Neuen Testament ist das häufigste griechische Wort für Zweifeln in der Wortbedeutung eigentlich unterscheiden oder beurteilen. Gemeint ist damit, wer Gottes Verheißungen beurteilen und ihre Wahrscheinlichkeit oder ihre Glaubhaftigkeit abwägen will, stellt sich damit auf den Standpunkt des Unglaubens. Glauben heißt Vertrauen und Gehorchen, ohne zu zweifeln. Der Zweifel kann mit der Hoffnung auf seine Widerlegung, mit dem Wunsch nach Glaubensgewissheit zusammenhängen, so wie bei Thomas. Thomas brauchte Glaubensgewissheit. Er brauchte das, dass er in diese Nägelmale reinfassen durfte. Sonst wäre es für ihn wirklich schwierig. Jesus hat seinem Jünger diese erstrebte Gewissheit geschenkt, aber er hat seine Haltung dennoch unmissverständlich als Unglauben gekennzeichnet. So, und deswegen haben wir diesen Stempel auch diesem Jünger aufgesetzt, der Ungläubige. In Vers 28 lesen wir die Worte von Jesus, in dem er sagt, glücklich zu preisen den oder die, der sich Gott vorbehaltlos anvertraut. Das ist ganz, ganz wichtig. Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Wo aber der Zweifel jemand als Hoffnungslosigkeit überfällt, wo der Mensch sich selber aufgibt und keine Hilfe mehr von Gott erwartet, da herrscht die Verzweiflung. Oft unerträglich gemacht durch unvergebene Schuld. Soweit der Bibelkommentar. Kommen wir zurück nochmal in diesen Raum, wo Thomas Jesus begegnet und wo es stattfindet. Er, der die Herzensgedanken kennt, begegnet diesem Thomas, um ihn zurechtzubringen und die wichtigste Sache im Leben von Thomas zu klären. Ich glaube, das ganze Verhalten von Jesus Thomas gegenüber drückt aus, ich weiß und ich sag dir, du bist mehr als eine Momentaufnahme. Du bist mehr als diese Situation jetzt. Du bist mehr als deine Zweifel. Du bist mehr als dein jetziger Glaubensstand. Du bist mehr. Ich kenne dein Herz und ich kenne dein Empfinden und ich sage dir, höre auf zu zweifeln. Und Jesus sagt direkt zu ihm, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Bleib nicht im entfernten Zustand von Unglaube, sondern komm mir ganz nahe, dicht an mich. Reich deine Finger, deine Hand, komm mir ganz nah. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Komm ganz nah zu mir, Thomas. Komm ganz nah. So dicht, wie es nur irgendwie geht. Und Jesus wusste, dass dieser Unglaube im Leben von Thomas wirklich eine Sache war. Denn dieser Auftrag, den Thomas ja eigentlich ausfüllen sollte, nämlich dem Reich Gottes zu dienen und Menschen mit der guten Botschaft zu erreichen, würde durch Unglauben unmöglich gemacht. Der Feind würde kommen und würde ihn betrügen, belügen und sein verheißenes Land, den Plan Gottes umzusetzen, würde der Teufel letztendlich
unmöglich machen. Der Teufel hält nie zurück. Er will immer Zweifel sehen. Er will immer Land rauben. Er will immer unser verheißenes Land uns streitig machen. Er will uns immer in Unglauben reindrängen. Er will uns immer mit dem Zweifel attackieren. Sollte Gott gesagt haben, das war schon der erste Versuch des Teufels, nämlich bei Eva sie zu verführen und zu sagen, sollte das wirklich stimmen? Sollte Gott wirklich so sein? Der Unglaube der Leute, der dicht bei Jesus lebenden Leute, das war, was Jesus immer als unmöglich empfunden hat. Und er wunderte sich über den Glauben von den Leuten, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Zum Beispiel von dieser Sydophönizierin, dieser Heidin, die so viel Glauben hatte, dass Jesus ihre Tochter berühren würde, heilen würde, dass sie das Wunder geschenkt bekam. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Belohner, ein Vergelter sein werde. Die Momentaufnahme in dem Leben von dem Thomas, die verändert sich nämlich in sein Bekenntnis eines veränderten Herzens. Denn er sagt, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Das war sein neues Fundament und mit dem konnte er weitergehen. Und Jesus sagt dann noch dieses ernste Wort zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die glauben, ohne zu sehen. Glaubst du, dass Jesus auch die Dinge deines Lebens wirklich in den Händen hat, auch wenn es nicht so läuft, wie du dachtest, auch wenn die Dinge sich nicht so ergeben, wie du dachtest, wenn er etwas anderes tut? Definier dich nie über diese Momentaufnahmen, da wo dein Glaube wirklich ins Trudeln kommt, wo es schwächer wird oder wo der Feind dich versucht zu attackieren. Mein Herr und mein Gott. Ich empfinde, dass es auch hier in dem Gebiet unseres Glaubens wirklich diesen Kampf gibt. Es ist nicht etwas, was uns einfach so passiert. Es ist nicht etwas, wo wir einfach so reingeflutscht sind, sondern dahinter sehe ich immer eine Attacke in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Die Herausforderungen und die Beeinflussungen sind in unserem Leben da. Und normalerweise haben wir ja Glauben für die richtigen Dinge. Aber dann kommt es tatsächlich doch ab und an zu dieser feindlichen Attacke, wo der Teufel unseren Glauben rauben möchte, wo er ihn attackiert bis aufs Letzte und wo er wirklich diesen Zweifel in unsere Herzen sät. Der Herr sagt, so habe ich das empfunden zu jedem von uns, den das betrifft. Lege den Umhang des Zweifels ab und ziehe den Mantel des Glaubens an. Es ist der Mantel meiner Autorität, den ich dir gebe. Habe Glauben, mein Kind. Leg den Umhang des Zweifels ab und zieh den Mantel des Glaubens an. Denn der Mantel, der von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist dir gegeben wird, das ist Autorität. Das ist Herrschen über die Sünde. Das ist Herrschen über den Unglauben. Hab Glauben, mein Kind. Und deswegen ist, glaube ich, meine Antwort jetzt oder meine Bitte, meine Aufforderung jetzt an dich, dass wir einfach auch in so eine Art Bekenntnis jetzt reingehen, dass wir jetzt diesen Unglauben, wenn du das im Moment so erlebst oder wenn da Dinge sind, die du schon mal in einer Situation des Unglaubens erlebt hast oder wenn dich das jetzt bedrückt oder wenn du Zweifel hast oder alle diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn
dich das jetzt betrifft, oder vielleicht kannst du es dir auch merken, dass du das nächste Mal, wenn wirklich so eine Situation mit Zweifeln und Anfechtung und nicht wissen und keine Heilsgewissheit empfinden, wenn das kommt, dass du dann weißt, wie du dich verhalten kannst. Denn wir können jetzt das auch in ein Gebet reinpacken, in ein Bekenntnis, was wir Jesus sagen. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich Unglauben Raum in meinem Leben gegeben habe. Und ich bitte dich, dass du mir das vergibst. Ich weiß, dass Unglaube nicht von dir ist. Und ich weiß, dass du Glauben in mir aufrichten willst. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich widerstehe jedem Zweifel, jedem Misstrauen und jeder Führung an deiner Führung in meinem Leben. Ich widerstehe jedem Misstrauen. Ich widerstehe jedem Zweifel. Ich widerstehe jeder Attacke, die der Feind auf mich in meinem Leben angesetzt hat, dass ich in Unglauben kommen soll. Ich widerstehe diesem und ich sage, ich will Raum machen für Glauben in meinem Herzen. Ich widerstehe diesen Machenschaften, diesen Anläufen des Teufels. Und Herr Jesus, hilf mir jetzt, dass ich diese Form des Unglaubens und Zweifels ablegen kann und stärke und mehre durch deinen Heiligen Geist den Glauben in mir, dass du immer bei mir bist, dass du mich nie verlässt, dass du mich nie verpasst, dass du einen Plan für mein Leben hast, dass du eine Berufung auf mein Leben gelegt hast, dass ich am Ziel ankommen werde mit dir. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk, für das Werk des Glaubens in mir. Danke, dass du mich mit Weisheit und Stärke und Erkenntnis ausrüstest. Ich ordne mich in deine Absichten und Pläne ganz neu ein. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich neu beschenkst, mit neuem Vertrauen, dass du meinen Glauben stärkst an dich, dass du meinen Glauben aufbaust, dass ich ganz nah an dir dran sein kann, dass du mich ganz nah an deine Hand nimmst, in deinen Arm nimmst, dass ich ganz nah bei dir dabei sein darf. Ich danke dir für deine Nähe. Ich danke dir für den Blick deiner Gnade, deiner Liebe und deiner Güte für mein Leben. Ich danke dir, dass du mich nicht abgeschrieben hast, dass du mich nicht verworfen hast, dass du mich nicht zur Seite räumst, sondern dass du mich neu beauftragst, dass ich sagen kann, Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass mein Leben dir gehört. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast und berufen hast und gesetzt hast, dass ich hingehe und Frucht bringe. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Vater im Himmel, für das tiefe Werk, das du an mir tust. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Schritte zum Weg machen wirst. Auch wenn ich den Weg jetzt noch nicht sehen kann. Aber ich will neu Vertrauen aussprechen. Ich will neu Vertrauen proklamieren. Ich will sagen, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass das Werk am Kreuz das Werk für mich persönlich gewesen ist. Ich will sagen, Herr Jesus, und bekennen, dass das Blut, was du vergossen hast, für alle meine Sünde ausreicht. Und ich gebe dir ganz neu mein Leben hin. Amen. Gott hat mehr für dich.